Ding, diese Division Donnerstag News und damit mal wieder herzlich willkommen, meine lieben Mit-Division Agenten. Abgesehen von den Infos der ETF-Teilnehmer, die 1.7 und 1.8 betreffen, die die Tage durchgesickert sind, gab es mal wieder nicht viel Neues heute bei State of the Game. Und die Infos von den ETF-Jungs, die 1.7 und 1.8 betreffen, sind mehr oder weniger auch nur aufgewärmte Themen. Das gab's alle schon zu dem Stream damals, zu den Infos von Division Jahr 2. Und da nochmal kurz zur Erinnerung, es werden uns sogenannte Global Events erwarten, die einmal im Monat stattfinden werden für circa eine Woche oder für eine Woche. Und das war, wie gesagt, schon bekannt, das ist nichts Neues. Diese Events werden wohl so laufen, dass man die mit verschiedenen Aktivitätsmodifikatoren bestücken kann, sprich schwieriger machen, um die Herausforderungen zu steigern für die High-End-Spieler und dann dadurch auch am Ende mehr oder besseren Loot zu erhalten. Das Ganze wird auch nur die PvE-Welt betreffen und nicht die PvP-Welt. Des Weiteren werden mit 1.7 wohl neue Ausrüstungsgegenstände kommen und mehr kosmetische Items, also mal wieder ganz viele bunte Klamotten, die für teuer Geld verkauft werden, davon gehe ich mal aus. Aber lassen wir uns da mal wie immer überraschen. Zudem soll es für die Global Events ein spezielles Item geben, was einem erlaubt, sein eigenes Bild individuell zu gestalten. Was das genau bedeutet, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Bleibe ich dran, gebe ich Info, sobald ich mehr weiß. Falls es einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden, was dieses bestimmte Item bewirken soll. Und was uns noch erwarten wird, das war aber wie gesagt auch schon bekannt, sind sogenannte In-Game-Achievements, die eure persönliche Punktezahl erhöhen soll oder auch welche, die euch mit kosmetischen Items belohnen. Mal abwarten, was da so kommt. Auf jeden Fall gelten diese auch rückwirkend. Das heißt, wenn jetzt ein Achievement zum Beispiel ist, laufe 50 mal Lexiken, das wird dann glaube ich schon jeder mal erledigt haben und dann direkt dieses Achievement auch bekommen. Aber was da genau auf uns zukommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Infos zu 1.8 gab es natürlich auch noch nicht, aber abschließend sei gesagt, dass die Teilnehmer der ETF wohl sehr positiv gestimmt sind, was die nächsten beiden Updates angeht. Ich persönlich muss zugeben, dass ich derzeit ein wenig Division müde bin. Ich habe meine Erwartungen langsam etwas runtergeschraubt, freue mich dann aber auch, wenn ich dann am Ende eines Besseren belehrt werde und hoffe, dass meine Motivation wieder hochgehoben wird und ich mich dann wieder täglich stündlich mit Division beschäftigen kann. Zu den offiziellen News, die es dann heute bei State of the Game gab, gab es eigentlich auch nur wieder mal viel bla bla. Eigentlich ging es auch nur um 1.6.1 bzw. die Bugs von 1.6.1. Also die NPCs, LMB-Typen, die bringen einen immer noch zum Wanken mit ihren Granatwerfern, obwohl das Geschoss noch gar nicht angekommen ist. Dann die Weste mit 15% Verkürzung der Heilfertigkeiten-Geschichte funktioniert nicht richtig. Das Talent Intensiv bringt immer noch den einen oder anderen zum Brennen, obwohl es das gar nicht sollte. Und da sind sie aber überall dran und hätten wohl auch einen Fix dafür. Sie arbeiten dran. Warten wir es mal ab und harren der Dinge, die da kommen. Wie seht ihr das? Seid ihr genauso erwartungslos mittlerweile für 1.7, 1.8 oder seid ihr guter Dinge? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr zurzeit zu The Division steht. Ich meine, ich bleibe weiterhin Division treu und hoffe, dass es besser wird, auch wenn ich meine Erwartungen runtergeschraubt habe. Und wie gesagt, lasse ich mich gerne eines Positiven überraschen am Ende. Wie auch immer. Gut, das war's von mir. Ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao.